Tag zusammen und willkommen zu The Binding of Isaac Rebirth. Ich hatte ja schon mal ein Let's Play von The Binding of Isaac und wie man vielleicht gesehen hat, war ich da nicht besonders gut drin, aber ich wurde später immer besser. Und jetzt will ich wieder von vorne anfangen und zwar habe ich das schon mal gespielt hier, Rebirth. Und ich fange jetzt aber fürs Let's Play extra ein neues File an. Ich hoffe mal, die Optionen sind okay so. Ich habe jetzt SFX auf 2, Music auf 1. Fullscreen, Filter off, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist gerade, Gamma, Pop-Ups, keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach mal Challenges, sind halt die Standard-Challenges, die am Anfang immer frei sind, glaube ich. Stats müssten eigentlich alles auf 0 sein, ja. Endings, Items 0, genau, Endings, Epilogue und Credits, ist klar. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Achso, wegen der Aufnahme. Wir müssen jetzt alle gesperrt sein, ne? Ja. Also mit Isaac auf dem Schwierigkeitsmod normal. Also mit den Aufnahmen muss ich mal gucken, wie lang die Folgen immer werden. Wenn die zu kurz sind. Oh fuck, der druckelt aber ganz schön, glaube ich, oder? Ah ne, jetzt geht's. Je nachdem, wie es halt läuft, wird die Aufnahme halt kürzer oder länger. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wenn die Aufnahme zu lang wird, denke ich mal, werde ich splitten. Aber jetzt, ich denke mal, jetzt am Anfang wird sowieso nicht so lang werden, bis ich sterbe. Alter, direkt so ein Liederner, so ein bunter hier. Die bunten Gegner sind, falls ihr es nicht kennt, etwas stärker als die normalen Gegner, beziehungsweise die halten mehr aus, aber dafür droppen die auch immer was. Meistens. So, Itemraum. Oh! Oh, oh! Hallo! Das ist natürlich ein geiles Item. Ja, Rebirth, falls ihr es nicht kennt, aber ich glaube schon, dass ihr das, die meisten von euch werden es kennen, ist halt quasi die neue Version von The Binding of Isaac. Es war ja vorher so als Flash-Spiel. Alter, das ruckelt so voll heftig jetzt gerade. Also es ruckelt nicht, aber ich habe 30 Frames, aber der bewegt sich voll langsam manchmal. Richtig komisch. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ich denke mal, das kann ich klar. Oh, oh. So. Also ich bin nicht besonders gut in Isaac, muss ich sagen, aber es ist halt ein Spiel, wo man, wenn man auf Dauer zockt, wird man immer besser, glaube ich. Jedenfalls ist es bei mir so gewesen. So. Da kommt schon der erste Boss. Larry Jr. Oh, scheiße, Alter. Kennt ihr natürlich mein Letters-Add-Boss? Nicht so viel gebracht. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Geh kaputt, du blöde Scheiße da. Jetzt ist wieder Zeitlupe. Was ist das? Warum ist das denn? Verstehe ich nicht. Aber nur ab und zu und dann geht's wieder ganz normal weiter. Richtig komisch. Ich habe jetzt auch keine Testaufnahme gemacht. Ich hoffe, der Sound ist auch okay. Ja, warum das mit der Zeitlupe ist, weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal googeln. Vielleicht mal ein anderes Aufnahmeprogramm benutzen. OBS oder so. Mal gucken. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Shot Speed Up. Also die ganzen Items kenne ich jetzt auch nicht alle so auswendig. Ja. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass ich manchmal Scheiße aufhebe, die ich gar nicht haben will. Aber wir müssen ja eh erstmal alles aufheben, um es freizuschalten. Das ist dann schon mal wieso egal am Anfang. Ich weiß doch gar nicht, was die Karte da macht, die ich gerade habe. So, das ist ein Spielautomat. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Eine Bombe. Ich nehme auf jeden Fall schon meinen Schlüssel mit. Oh ne, die sind eklig. Ach, fuck. Siehst du, das meine ich. Ich bin nicht besonders gut darin. Also ich werde auf jeden Fall öfter mal getroffen. Oh, Alter! Habt ihr das gesehen? So, platt. Ne, warte, nicht zum Boss. Ich brauche noch diesen Itemraum. Nee. Ich mag euch nicht. Also, Binding of Isaac Rebirth ist halt Wrath of the Lamb und das normale Isaac und halt
coolerer Grafikstil und noch ein paar andere Sachen, die sie neu gemacht haben. Ich habe letztens auch gelesen, dass The Binding of Isaac, das Original, also dieses Flash-Spiel, ich glaube, das war Flash, ne, wo mir das gemacht wurde, wird immer noch weiterentwickelt. Da gibt es jetzt auch, glaube ich, ein Add-on wieder, oder gibt es demnächst ein Add-on. Also sorry für die Zeitlupe, ich weiß nicht, warum das immer so ist. Ich mache nochmal die nächste Aufnahme mit einem anderen Programm. Ich hoffe, dann ist das weg. Vielleicht welche Vollbildspiele, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil jetzt läuft es ja wieder einmal frei gerade. Ruckelt auch nicht. Ab 30, 60 Frames habe ich sogar gerade. Ah, vielleicht muss ich das mal begrenzen bei dem Spiel hier. Der geht nämlich ab und zu runter auf 30. Genau. Vielleicht liegt es daran. Das ist schon mal sehr gut. Achso, der sammelt, glaube ich, Herzen ein. Gibt mir dafür immer was. Was natürlich jetzt nicht so praktisch ist, wenn ihr ein halbes Herz nicht braucht. Ne? Oh, fuck. Hau ab. Geh weg. Weg, 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 weg. Nein, der brennt auch noch. Die Brennenden sind nicht so gut. Die halten viel mehr aus und sind schneller. Hau ab. Lass mich. Will ich doch töten, Mann. So. Läuft aber bis jetzt ganz gut. Muss ich ja mal sagen. Da habe ich wieder drei Bomben. Ich kann jetzt mal die der Kiste da hinten aufmachen. Oh, die Scheiße ist, glaube ich. Die tut mir weh, ne? Ich glaube, die Scheiße kann mir weh tun. Gehen wir mal gar nicht erst rein. Ja, jetzt habe ich wieder 30 Frames. Ja, okay, das liegt wahrscheinlich dann daran, dass ich mit Fraps mal die Frames begrenzen muss. Schauen wir mal. Nächste Aufnahme teste ich mal dann nochmal mit Fraps. Lol, willst du mich verarschen? Nein! Oh, kleiner, dreckiger. Hat er mir das Herz geklaut, der Wichser. Er hat mir mein Herz geklaut. Monstro. Hau ab! Das tut ja gar nicht weh, Alter. Achso, es geht, der skaliert ja mit meinem eigenen Schaden, ne? Oh, ich war ein bisschen Damage. Aber die ersten Bosse sind ja einfach. Mir eigentlich nicht allzu viel Blut. Ja, auf damit. Kannst du mal aufhören, dein Blut hier rumzuspucken? Das dann! Nimm mal die Karte. Ah ja, cool. Das war ja sehr gut. Monstrous Tools! Ah, HP ab, ne? Ja. Und wir haben hier so einen Opferraum. Was ist das? Oh Mann, ich weiß es nicht. Ich nehme das jetzt aber trotzdem, glaube ich. Ich habe eh jetzt gerade kostenlos quasi HP ab. Ah, Damage ab. Sehr gut. Sehr gut. Es läuft. Es läuft, meine Freunde. Der erste Run geht doch relativ fix, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, oh. Oh, ne, die sind richtig eklig, die Knochenviecher, Alter. Oh. Und die Würmer dazu auch noch, ey. Und dann auch noch so einen engen Raum. Alter, geh weg. Hau ab. Lass mich. Geh, sterben. Okay, das kannst du haben. Oh, der hat mir ein blaues Herz gegeben. Oh, nee. Aua. Ach, scheiße, ich hab das Feuer berührt. Oh, Mann. Lass mich doch. Nein. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Hol ich mir jetzt noch das blaue Herz? Was der gerade ausgekackt hat? Ist das eigentlich blau oder grau? Ich sag einfach blau dazu. Hallo! Kommt! Ah, die sterben ja relativ fix mit meinem Damage ab. Das war gut mit dem Damage ab. Achso, die Pilze kann man ja auch kaputt machen, ne? Da ist ja auch manchmal was drin. Ah, guck mal. Geil! Ja. Cool, jetzt habe ich Range Down. Ist ja richtig geil. Hat sich ja voll gelohnt. Hi. Oh oh. Oh, lass mich! Oh, das ist so scheiße schnell, ne? Hau ab. Oh, die schwarze dort muss sterben. Die kackt immer hier Spinnen aus. Aua! Fass mich nicht an.
will das nicht. Gib. Hallo. Ih, wie sich das anhört. Ah, danke. Warum auch immer der mir jetzt ein blaues Herz gibt. Aua! So ein Assi, ne? Ey! Stirb! Du auch. Also die blauen Herzen frisst er nicht, der frisst nur die roten. Schlüssel habe ich. Keine Ahnung. Ah, HP ab, cool. Cool! Oh, fuck. Okay, wenn die gerade schießen, ist okay. Das geht klar. Eine Pille. Amnesia. Oh nein, jetzt weiß ich nicht, wo ich schon war. Na, hä? Was hab ich denn jetzt berührt? Ah, die Fliege, wa? Hab ich gar nicht gecheckt. Oh, ich bin hier. Boah, Alter, ich bin so schlecht, ne? Ich bin so richtig schlecht. Hau ab. Oh, Alter, ich bleib da auch noch stehen, ey. Ah, cool. Oh ne. So früh kommt er schon. Du musst sterben, mein Freund. Du musst sterben. Ist das der sich nochmal in zwei teilt, wenn ich ihm die halbe HP abgezogen habe? War das der? Hallo. Stirb mal jetzt. Achso, warte mal. Ja, du bist der. Oh ne. Jetzt kotzt ihr gleich in alle Richtungen, ne? Ja, Mann. War auch klar, dass ich da genau rein. Ja, sicher. Hm, danke. Boah, ich hasse das, ne? Krieg immer Schaden. Boah. Ich kann mich auch voll schlecht immer auf beide konzentrieren. Nein! Oh, bin ich behindert. Gut. Ich würde mal sagen, das war die erste Folge, wa? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Binding of Isaac Rebirth. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Sorry, dass sie jetzt so kurz war. Ich hoffe, in der nächsten Folge bin ich ein bisschen besser. Also, ich sag mal, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Binding of Isaac Rebirth. Bis dann. Ciao.